Ja, Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute am Flowtrail Stromberg unterwegs und wir machen sozusagen heute New Old Bike Day. Ihr wisst ja schon, dass ich das Levo jetzt habe. Allerdings habe ich euch das ja noch nie so ein bisschen näher vorgestellt und deswegen tun wir das heute zu Beginn. Gleich starten wir dann auf die Strecken und schauen mal, ob mir die 150 mm auch hier ausreichen. Ich bin sehr gespannt. Viel Spaß beim Video. Okay, das ganze Fahrrad ist ein Levo SL, Specialized Levo SL, wer es nicht weiß, woher die Marke ist. Das alte Modell allerdings, das neue, ja, ist bekanntlich sehr, sehr teuer. Ich stelle euch mal ganz kurz vor, was so verbaut ist, weil an dem Fahrrad ist nicht mehr so viel Serie. Wir haben eine elektronische Schaltung von SRAM, wir haben die Reverb-Sattelstütze auch elektronisch, deswegen sehr, sehr wenig Züge hier vorne. Die Guide RE-Bremse, das ist allerdings ein Part, wo ich mir sage, okay, die könnte man auf kurz oder lang auch mal tauschen, weil ich merke schon manchmal, dass die so an ihre Grenzen kommt. Vorne Fahrwerk haben wir eine Pike Ultimate von RockShox mit dem schönen Mudguard von Unleashed. Ich bin ja nie so großer Fan gewesen von diesen Mudguards, weil ich die nicht so schön fand. Allerdings muss ich sagen, der tut schon gut seine Dienste. Was ein bisschen besonders ist, ist der Ken Creek Double Barrel Kizuma Dämpfer. Das ist jetzt ein Dämpfer, den sieht man nicht alle Tage am Fahrwerk. Finde ich tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Der hat einfach ein bisschen mehr Pop im Gegensatz zu dem, der vorher dran war. Den habe ich auch noch zu Hause. Der andere bietet ein bisschen mehr Komfort. Ich habe allerdings auch noch nicht so viel am Fahrwerk eingestellt. Eigentlich ist das noch auf Thomas sein Gewicht eingestellt, aber mir hat das gut getaugt bisher. Wenn es allerdings ruppiger wird, dann würde ich das noch ein bisschen variieren. Pedale fahre ich immer noch die One-Up-Pedale, die allerdings der Thomas, die waren mal rot. Ihr kennt die vielleicht noch von anderen Rädern. Jetzt sind sie nicht mehr rot. Dann haben wir Noah Carbon-Laufräder. Die Downhill-Räder. Dadurch wiegt das Fahrrad tatsächlich auch nur 17 Kilo. Ich meine 17,2 oder so. Im Moment fahre ich noch die Butcher-Reifen, auch von Specialized. Die werde ich allerdings, glaube ich, tauschen, weil die auch nicht ganz so sehr mein Fall sind. Ja, das Fahrrad hat nur 35 Newtonmeter Drehmoment. Das heißt, Light EMTB, nicht so viel Unterstützung. Allerdings muss ich sagen, wenn man den Dämpfer hier zumacht, dann ist das halt auch wirklich, wirklich hart. Den kann man hier ganz normal komplett einfach mal sperren. Und dann hat man wirklich eigentlich ein Hardtail. Finde ich gut. Lässt sich auch viel, viel leichter bergauf fahren als zum Beispiel jetzt das Kinevo. Das ging jetzt auch nicht schlecht bergauf, allerdings fährt das wirklich leichter bergauf. Aber genug geredet. Das ist jetzt mein neues Fahrrad erstmal. Ich werde damit erstmal die nächsten Monate und wahrscheinlich auch den Winter verbringen. Mal gucken, was dann nächstes Jahr kommt oder demnächst. Allerdings finde ich jetzt mit dem Trailbike, also Trail E-Lite EMTB und dem Norco, das ist eigentlich eine ganz gute Kombi. Vor allem sehr abwechslungsreich, wenn man zwischen den Bikes wechselt. Das gefällt mir gut. Wir starten jetzt mal los, machen uns schnell ready und dann geht's ab auf ein paar Runden Trail fahren.
es ist viel schneller. Was ist denn los mit dem Fahrrad? Ein bisschen Angst jetzt vor den großen Sprüngen. Ein bisschen langsamer. Du hast das Gefühl, du springst überall zu weit. Und es rollt so schnell. Voll krank. Vielleicht weil das Setup jetzt so hart ist und mit den zwei Bahnen in den Reifen. Ja, ich bin jetzt gespannt, wie sich die größeren anfühlen. Weiß ich aber eigentlich nicht, ob ich das machen soll. So, Wildhawk, Abschnitt 3. USA, Test Ride. Richtig eingegroovt, mit dem wie weiter springt, habe ich irgendwie noch nicht. Okay, das ging eigentlich gut. Boah, da ist zu fast ein bisschen. Yeah, yeah! Hier einmal der Tropik. Oh Gott, ich habe das erste Mal jetzt die Highline geschafft zu nehmen. Ja, viel schneller sein noch mal. Boah. Scheiße. So, Michi über das Holzding. Deswegen langsam vorfahren. Oh. Nach der ersten Abfahrt sind wir nochmal zurück zum Parkplatz gefahren, um nochmal mein Fahrwerk nachzustellen. Der Thomas hatte gesagt, ich sollte mal 10 PSI aus dem Dämpfer und aus der Gabel rauslassen und genau das wollte ich mal ausprobieren. So Leute, wir radeln nochmal hoch, weil die Michi möchte gerne den Drop probieren. Und deswegen fahre ich jetzt mal entspannt vor, ohne die wilden anderen Sachen. Nee, der ist ja eigentlich nicht hoch, ne? Das ist gar nichts. Aber ich fahre irgendwie immer dran vorbei. Das ist nur die Anfahrt, ist doof. Weil du aus dem Anlieger rausspringst und die Wurzeln anfahren musst. Ja. Ah, das geht schon.
Das war schon ein Einschlag, du. Das war schon ein Einschlag, sagst du? Da war ordentlich gescheppert wieder. So, Leute. Einmal 10 PSI aus dem von Gabel raus. Gucken wir mal, wie sich das jetzt fühlt. Geil. Geht auf jeden Fall gut. Ich schmeiß mich nicht mehr so hart. Also die 10 PSI auf dem Dämpfer, die machen echt den Unterschied irgendwie. Thomas, haben wir wieder recht. Alter Falter! Nachdem wir auf dem Wildhawk fertig waren, wollte ich unbedingt mal die No Jokes von oben fahren. Ich bin diesen Abschnitt nur ein einziges Mal damals mit dem Focus gefahren und seitdem gar nicht mehr. Außerdem gab es ja da auch noch einen neuen, weiten, schönen Sprung, den ich unbedingt mal ausprobieren wollte. Einmal ganz runterfahren direkt oder die Sachen angucken? Ich fahre das jetzt einfach mal ab. Und wenn es sich gut anfühlt, ich glaube, das bin ich auch direkt umfahren beim letzten Mal, das Gap. Ich bin viele hier nicht gefahren, weil ich das gar nicht geschafft habe, da reinzufahren. Schauen wir mal. Alter, Alter. Da müssen wir direkt nochmal ran. Aber der unten hier, der hat sich auch irgendwie gar nicht schön angefühlt. Aber die Anfahrt auf den zweiten Sprung, die war das Problem. Und ich glaube, ich musste reinpedalieren. Ich bin aufgeregt. Ah, viel zu langsam. Oh nein, ich drehe. Ah, krass. Da hätte ich jetzt niemals gedacht. Der war nicht schön in der Landung. Da muss dann auch mal schneller sein. Aber ging. Hoffen, dass die nicht hier hintergekommen ist. Ja, ich muss jetzt nochmal hoch, aber ich habe echt keinen Bock mehr. Bereit? Bereit. Jetzt den Rundkurs.
Da geht's in den Rundkurs. Second try. Jetzt mit Dämpfer auf. Schon wieder zu weit. Muss man echt ein bisschen aufpassen. Komplett. Oh. Keine Kraft mehr. Oh. Oh, Scheiße. Hast dich da ziehen, um noch drüber zu kommen. So Leute, ich sitze schon im Auto. Wir haben gerade eingeladen. Am Ende war einfach die Luft raus und man hat sich irgendwie noch so Quatsch zusammengefahren. Deswegen haben wir uns entschieden aufzuhören, bevor es irgendwie schief geht oder so. Aber ja, Flowtrail Stromberg macht immer wieder Bock. Mit zwei E-Bikes, danke an MTB So und Spree, dass die Michi nochmal das Aubert leihen durfte. Mit zwei E-Bikes macht einfach viel mehr Bock. Wir sind trocken geblieben, trotz aktueller Regenzeit in Deutschland. Es ist ja irgendwie neu, dass jetzt immer Ende Juli bis Anfang August irgendwie Regenzeit in Deutschland ist, so wie in anderen tropischen Ländern. Und wir sind trocken geblieben, sehr, sehr gut. Streckenbedingungen waren on point, super Grip, alles top. Und das Levo macht einfach unglaublich viel Spaß. Also es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, das zu tauschen. Weil, ja, mir macht es einfach ultra Spaß, das Bike. Und habe diese Diskussion, jetzt ein Trailbike mir anzuschaffen, weil ich irgendwie Bock auf mehr, weniger Federweg habe, irgendwie gelöst und bin eigentlich immer noch happy mit zwei Bikes. Und yes! Deswegen hat auf jeden Fall übelst Bock gemacht, war die richtige Entscheidung, alles richtig gemacht. Und was? Und wir fahren jetzt nach Hause und dann gibt's Essen. Die Michi hat sich viele neue Sachen getraut. Ja. Bist du zufrieden? Ja, war ja am Ende ein bisschen heikel, aber hat gut geklappt. Okay, sehr gut. Ja. Yes, lasst gerne ein Abo da, Leute. Und wir sehen uns in den nächsten Videos. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.